Freund, Evelyn Grossmann, ehemaliger Fußballprofi bei AC Mailand. Und die Fußballer schnappen sich ja immer die schönsten Frauen weg. Das weiß man. Und Evelyn Grossmann ist auf dem Eis. Die letzte Europameisterin der ehemaligen DDR. 1990 war das in St. Petersburg, dem damaligen Leningrad. Und sie hatte eine ganz schlimme Saison hier hinter sich bringen müssen. Fünfte war sie nur bei der vergangenen deutschen Meisterschaft und konnte sich nicht damit für die internationalen Aufgaben qualifizieren. Jetzt ihr neuer Anlauf. Zunächst der doppelte Axel. Und es folgt der dreifache Flip, sollte das werden, geöffnet in der Luft. Evelyn Grossmann, die 21-Jährige mit einer ganz anderen Kür, als wir das von ihr gewohnt sind, lief bislang fast ausschließlich immer zu eher heiteren Melodien aus amerikanischen Musicals.
In diesem Jahr also zum ersten Mal mit klassischen Musiken zu dem Ballett Dornröschen von Peter Iljitsch Tschaikowski und dann Ballettmusik von Adolf Adam. Ja, Jutta Müller mit ihrem letzten Juwel, alle anderen haben sie verlassen. Auch Simone Lang, die ja noch zu DDR-Zeiten bei ihr trainierte. Und sie kann stolz sein auf ihre Schülerin, denn Evelyn Grossmann hat gekämpft. Der dreifache Flip wollte ihr nicht gelingen, dafür zeigte sie zwei andere Dreifachsprünge, den Toe-Loop und den Salchow. Hier sehen wir noch einmal einen Salchow. Und das müsste der dreifache Flip. Jawohl. Da ist sie umgeknickt mit dem Fuß beim Einhacken. Und dadurch kam keine Höhe mehr zustande und das hat sie natürlich gleich gemerkt und clevererweise, muss man schon sagen, einen Sturz auf diese Art und Weise vermeiden können. Jutta Müller mit ihrem besten Stück, das meine ich jetzt auf ihren, ja natürlich auf Evelyn Grossmann bezogen, aber sie hat ihren Nerzmantel an und ich kann mich erinnern, da gab es mal eine Geschichte, als sie nämlich noch als DDR-Trainerin mit dem glänzenden Merz am Rande der Bande stand und ihn dann gegen die Mannschaftskleidung austauschen musste. Das passte also nicht so in das Image des Arbeiter- und Bauernstaates, aber damit ist es ja nun vorbei. 5,4 im Schnitt für den künstlerischen Eindruck dieser Kür. Und sie ist damit im Augenblick an dritter Position und das wäre bis zum jetzigen Zeitpunkt die Fahrkarte zur Europameisterschaft nach Helsinki. In Führung liegt Marina Kielmann vor Simone Lang, aber die Dame, die junge Dame, 15 Jahre ist sie ja erst alt, die jetzt kommt an dritter Position. Und jetzt Evelyn Grossmann, sie liegt auf einem verheißungsvollen dritten Platz und lassen Sie mich Ihnen das erklären, der berechtigt zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Dort hat die Mannschaft der Deutschen Eislaufunion in der Damendisziplin 3 Startplätze. Bei den Europameisterschaften dürfen dann nur 2 laufen, denn im letzten Jahr stand keine deutsche Dame in Kopenhagen bei der EM auf dem Treppchen. Evelyn Grossmann läuft zu Aschenputtel, Ballettmusik von Sergei Prokofjew. Hohes Tempo zu ihrem dreifachen Flip. Ja. Toe-Loop nur doppelt. Und nochmal dreifach. Also das hat sie sich jetzt gerade nochmal ganz schnell überlegt. Ist erlaubt. Dass sie den noch stehen konnte. Sollte der dreifache Rittberger werden, hat sie aber dann schon wahrscheinlich im Absprung gemerkt, das wird nichts. Deswegen nur in der
einfachen Version. Sie ist wieder da, die letzte Europameisterin der ehemaligen DDR, stand bei den europäischen Titelkämpfen einmal ganz oben auf dem Podium und sie ist happy, dass es endlich wieder mal geklappt hat. Trainiert ja seit gut einem Jahr hier in Oberstdorf und absolviert hier auch eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Und offensichtlich hat das auch ihr Selbstbewusstsein gestärkt, denn sie war immer ein absolutes Nervenbündel. Der dreifache Torlob, das war zu Beginn ihrer Kür, da lag sie sehr weit vorne, war aus dieser Perspektive nicht so doll zu sehen, aber sie hat das, wenn auch mit rudernden Armen, wieder perfekt ausgeglichen. Bei ihr jetzt der Trainer Michael Huth, 2 Jahre älter als Evelyn Grossmann, er 25, sie 23, 5,4 ist 5,5. Die Wertung in der A-Note. Ja, jetzt rätseln Sie, woran liegt es denn? 5,5. Danke. Und die B-Note bitte? Sie reden über den Rittberger. Sie reden über den dreifachen Rittberger, aber was soll's, hinterher ist man eh immer klüger. Hätte, wenn und aber. 5,6 im Schnitt in der B-Note. Das ist doch eine tolle Bestätigung. Gut 2 Zehntel im Durchschnitt mehr für ihre künstlerische Präsentation. Und jetzt heißt es abwarten. Was?